Ho, ho, ho. Ich begrüße euch total und recht herzlich. Heute durfte ich weihnachtliche Aufträge machen. Ja, wie die wirklich ausschauen, darf ich euch natürlich jetzt nicht zeigen, weil das natürlich privatisiert ist. Ihr seht schon, ich spiele dann den Weihnachtsmann, ich synchronisiere den Weihnachtsmann und mache daraus weihnachtliche Geschenke. Ich fand es toll, dass ich es endlich mal wieder machen durfte und dann auch direkt dreimal. Ich werde, aber nicht euch, vielleicht werde ich auch für euch, aber glaube ich nicht, weil wenn ich es veröffentlichen würde, wird irgendeiner wieder behaupten, wäre von ihm, obwohl ich wirklich alles selber mache. Aber egal, ich habe genügend Zeugen hier, die heute da waren, wie ich da diese Produktion gemacht habe. Ich habe nicht nur die Covers gemacht, ich habe die Ausstattung gemacht, ich habe alles gemacht, ja? Und war eine wunderschöne Geschichte für Kinder. Na, also der Kunde hat mir da alles gegeben über die Kinder. Die Kinder werden sich sicherlich freuen, so kleine Kinder sind es nicht, ja? Muss ich einfach mal gestehen. So, vielleicht mache ich mal so ein Video und veröffentliche es. Ist Mordsarbeit. Mir ist aufgefallen, für meine Kunden mache ich es gern. Ja, wirklich. Ich habe jetzt hier noch einen Auftrag, da soll ich eine Musik-CD machen, weil der Ted Herold ist ja verstorben. Ted Herold ist verstorben und ich soll auf Corina machen von Ray Peters. Okay, mache ich. Okay, nix. Ja. Dann habe ich einer Dame, den Dr. Trebel aus Bochum. Also ich hätte heute viel zu tun. Ihr merkt schon, es geht auch schon ein bisschen über Pandemie. Und das hier hat mir am besten gefallen. Hier, das hat mir wirklich am besten gefallen, wieder mal den Nikolaus oder den Weihnachtsmarkt zu mimen. Und wie gesagt, auch diese Geschichte von Weihnachten wieder so ein bisschen, um die Geschichte der Kinder da mit einzuflechten, ja. Die Kundin hat es gemocht und die fand es super, also habe ich es gemacht, ja. Bilderrahmen, na, kann man ja alles animieren, das wisst ihr ja. So, wenn ich so über meine Welt philosophiere, die ich gelernt habe, Film, Foto, und feststelle, das heute ja jeder und an sich kann man ja, oder sagen wir mal so, ich verstehe, dass man die Kunst weghaut, weil heute Kunst kann jeder. Ne? Die Jugend kann das doch, da brauchen wir dich alten Mann nicht. Ne? Ist halt so. So, ich bin natürlich jetzt momentan im weihnachtlichen Modus und es tut mir natürlich weh, mitzuerleben, wie die Geschichte Weihnachten wieder mal zerstört wird, der Angriff auf Weihnachten, auf den Sinn des Weihnachten. Es ist schade. Es ist wirklich schade, dass das passiert, was hier passiert und wir es wirklich tatsächlich nicht ändern können. So, ich habe mir jetzt gesagt, ob ich es mache, weiß ich noch nicht. Ich meine, die Idee bleibt, jetzt für die Kundin habe ich es gern gemacht, ins Kostüm und was weiß ich nicht alles und vor Greenscreen zu arbeiten, um die Bilder da einzubauen. Daraus eine DVD zu machen, daraus eine Geschichte machen, also ein Geschenk. Ein Geschenk für Nikolaus, finde ich gut. Und wenn ich bedenke, wenn man so viel arbeitet und es sozusagen fast schenkt, ihr seid ja wirklich der Meinung, das geht ja mal eben so. Eine Produktion, eine Herstellung eines Films geht nicht mal eben so. Ihr seht vielleicht Spielfilme und was weiß ich nicht alle, aber auch eine kleine Mini-Produktion, die gefallen soll, die Freude bereiten soll, ja, die gepostet, also gecomposed werden muss, also ein Composing, ja, das geht nicht einfach mal so, ja. Gut, zuerst wollte ich verschiedene Bilder machen da, aber ich habe mir gedacht, lass ihn, ho, 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 ne, ja. Also, ich bin gespannt. Die Elf, na, warum nicht? Ja, ich meine, ich habe früher sehr gerne weihnachtliche Sachen gemacht. Ich habe auch sehr gerne die 24 weihnachtlichen Türchenfilmchen gemacht. Ja, aber mögt ihr überhaupt Weihnachten noch?
Ich frage einfach mal. Also wie gesagt, das war so lange Zeit mal ein weihnachtlicher Auftrag, für Nikolaus etwas zu machen. Wenn es der Frau gefällt, könnte ja sein, dass ich hin und seht ja, ich muss natürlich auch geschäftlich denken, ich kann nicht alles verschenken, das geht halt nicht. Ich habe auch heute darüber nachgedacht, gewisse Schauspieler zu engagieren, mit denen irgendwas zu machen, aber erstmal in erster Linie für mich selbst, dass ich für mich persönlich das Geld ausgeben werde. Ich versuche das Geld zusammen zu bekommen, dass ich mir 2-3 Schauspieler leisten kann, für mich persönlich als Werbung. Und diese Schauspieler dann so nutzen werde, dass ich das auch später noch in andere Filme mit einarbeiten kann. Ja, also muss ich fragen, Rolf Möller vielleicht und diverse andere und auch welche, die ihr überhaupt nicht kennt, muss ich gucken. Also wie gesagt, die ihr müsst ja nicht alle kennen, die ich kenne. Ich kenne eine Menge. Und wie gesagt, schauen wir mal. Ja, das war mal wieder so ein Video von mir. Ich habe also heute wieder, ich habe auch vielen Querdenken gesagt, auch bitte, muss nicht sein. Ne? Ich kann das Querdenken nicht mehr haben. Ich meine, der Dr. Trebel, der ist in Bochum und spricht. Mir ist aufgefallen, alle Ärzte, die sprechen, werden nicht für voll genommen. Wenn also waschechte, studierende Ärzte unter Ärzte eid, übrigens hat Herr Gysi mir auch gerade geschrieben, hat das honoriert dessen, was ich ihm habe zukommen lassen. Mit Dr. Gysi habe ich schon sehr oft, seitdem es ihn hier gibt, habe ich mit ihm korrespondiert. Ich habe viele Jahre mit ihm korrespondiert. Und er hat auch auf eine Art wirklich tatsächlich verstanden, worum es geht. Und ich habe gemerkt, dass er es verstanden hat. Und einfach ist es halt nicht. Ich versuche halt, die Geschichte zu erzählen. Aber kommt man gegen dieses Bollwerk der Lüge an? Nein. Gegen ein Lügenkleid gewechselt. Die Lüge trägt das Kleid der Wahrheit, kommt keiner gegen an. Ich meine, wenn die Querulanten wirklich was haben hätten wollen, wären sie ja zu mir gekommen, wir hätten was erarbeitet. Im Notfall hätte ich auch einen Schauspieler engagiert, ja? Der vielleicht, aber die hätten sich vielleicht auch distanziert. Aber obwohl, wenn man gutes Geld verdient, kann man also auch eine Corona-Geschichte machen. Ja? Eine Weihnacht über Corona zum Beispiel. Man könnte vieles machen. Ja? Herr Drosten war bei Arte, Herr Bakshi war bei Arte, ja, Pharmazie der Angst und so weiter. Ja, wie gesagt, die Simpsons 89, Teil 4, vierte Staffel, Corona 19, sie saßen alle da rum und haben gemacht, was sie gemacht haben. Das sind alles so Sachen, die der Tatsache entsprechen. Und die Tatsache der Wahrheit ist, dass das keiner wissen will. Es will keiner wissen. Ihr lauft dahinter irgendwas her, was so nicht wirklich stattfindet. Es ist traurig, dass wir es zulassen. An alle Zuschauer, die nicht oder die da. Wir müssen alle zusammenhalten, ob wir wollen oder nicht, ob wir können oder nicht. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen alle zusammenhalten. Wir alle müssen zusammenhalten. Ja? Wir müssen. Ich habe immer noch eine Einladung. Ist kein Scherz. Ich habe einen aus Ghana, der baut dort ein Haus und er hat mich mehr als einmal jetzt eingeladen. Komm runter, komm zu mir, komm vorbei. So, er ist hier vor Ort. Er arbeitet im Sicherheitsdienst, ja? Ist natürlich auch geimpft, geht nicht anders. Wer im Sicherheitsdienst arbeitet und arbeiten möchte, lässt sich impfen. Und wie gesagt, es geht ihm ja auch gut. Ist auch körperlich ein Teddybär. Ne? Ist auch alles in Ordnung. Er hat also keine Beschwerden oder so. Ja, ist halt so. Und sagt er auch, kommst runter zu Ghana. Er baut da gerade ein Haus. Und da sage ich, ey, das wär's doch. Dann mache ich da ein Copyhouse auf. Ne? In Ghana. Für die Afrikaner. In der besten Qualität. Und ich drehe dann in Ghana Spielfilme für die Ghananesen. Ja. Ich wette mit euch, da habe ich dann Zuspruch. Dann geht es mir gut. Dann verdiene ich auch Geld. Merkt ihr? So funktioniert es doch. Man geht in die Drittländer
bietet sich an und ich wette mit euch, es klappt. Doch, es klappt. Die mögen es dann. Dann kann man richtige Filme drehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal afrikanische Filme gesehen habt, die halt da gedreht. Und für die Einheimischen, in deren Kino, wenn ihr versteht, was ich meine. So, wenn dann so ein Weißer wie ich dann komme, der das gelernt hat, Foto und Film, warum sollte er dann nicht in Ghana groß werden? Also Ende, aus, vorbei. Ja, ist so. Mal schauen. Also er hat mich zigmal eingeladen, ist einer meiner besten Kunden im Sicherheitsdienst. Und er baut Haus in Ghana. Er hat 7 Kinder. Und ja, es ist, wie es ist. Er ist hier, um Geld zu machen. Er ist, wie gesagt, in der Sicherheitsbranche tätig. Und ja, dem ist es egal, ob du geimpft oder nicht geimpft bist. Hauptsache, du bist gut drauf. Hauptsache, du bist Mensch. So, wir haben jetzt 18 Uhr. Ihr hört das Geläut. So ungefähr könnt ihr es auch euch vorstellen, wenn ich das Video machen werde. Ich werde ein weihnachtliches Video machen und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und mal schauen. Also ich habe schon Lust, wie gesagt, ein weihnachtliches Video auf den Weg zu bringen. Ob ich mir nochmal sowas ausdenke wie die 24 Türchen, weiß ich nicht. Also uns hat es früher auf sehr, sehr viel Spaß gemacht, so weihnachtliche Videos zu machen. Aber mit euch allen, Satanisten, Spiritualisten, Kabarettisten, Idiotisten. Kann man das überhaupt noch? Ich glaube nicht.